Am Anfang von Nintendo stand die Herstellung von Kartenspielen. Der Wunsch, sich zu amüsieren, war in der Menschheitsgeschichte schon immer vorhanden. Das kann man nicht leugnen. Doch wurde bei uns ein Spiel besonders beliebt, versuchte man immer, seinen Erfolg zu unterdrücken. Und warum? Der Konfuzianismus, der in der japanischen Gesellschaft tief verwurzelt war, sah jedes Spiel als etwas Verdorbenes an. Nur Arbeit und Ernsthaftigkeit galten als Tugend. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung haben sich die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vervielfältigt. Von 1965 an mussten wir neue Spiele entwickeln, um die Wünsche unserer Kunden zufriedenzustellen. Wir haben also bis 1975 die Basis für das geschaffen, was der Famicom wurde. Wir haben die Welt des Spiels um den Computer und das Audiovisuelle erweitert. Ein Famicom ist ein Videospiel, das man über den Fernsehapparat zu Hause laufen lässt. Die Software ist in Plastikkassetten, die man in eine Konsole legt, die am Fernseher angeschlossen wird. Ein Famicom kostet in Japan 14.800 Yen, etwa 125 Euro. Wir versuchen gerade, ein billigeres Modell zu entwickeln. Die Super Famicoms kosten allerdings über 200 Euro. Wenn wir die Konsole umgestalten würden, müssten die Leute alle Spiele neu kaufen. Aus diesem Grund lassen wir die Konsole, wie sie ist, und entwickeln neue Spielkassetten dafür. Wir bestimmen die Preise nach dem durchschnittlichen Taschengeld eines Kindes. Wir orientieren uns an dieser Summe und entwickeln ständig neue Spiele dafür. Bei Nintendo ist das Spiel Arbeit und die Arbeit Spiel. Wir durften einer Demonstration durch den Spieletester des Hauses beiwohnen. Spielen Sie besser als ein Kind? Besser als ein Kind? Gleich gut. Denn ich war auch ein Kind vor nicht allzu langer Zeit. Nintendo produziert nicht für einen bestimmten Typ von Spieler. Wir haben für jeden etwas. Good luck.
Wir betreten das Allerheiligste. Hier werden die neuen Spiele entwickelt. Die Angst vor Spionage ist bei Nintendo so groß, dass auf allen Monitoren, die wir zu sehen bekommen, nur bekannte Spiele laufen. Wir dürfen uns nur in bestimmten Räumen aufhalten. Und dort treffen wir auf den Vater von Super Mario. Miyamoto des. Ich bin Miyamoto. Ich bin 40 Jahre alt. Sie sind der Erfinder von Super Mario. Wie ist er entstanden? Ich wollte eine besondere Figur schaffen. So habe ich mir einen schnurrbärtigen Italiener ausgedacht. Die Figuren sind auf dem Bildschirm sehr klein. Er musste leicht erkennbar sein. Darum habe ich die Proportionen von Mund, Nase und Augen übertrieben. Ich musste tricksen, um eine leicht erkennbare Figur zu machen. So kam er zu seiner Kappe, seiner großen Nase und seinem Schnurrbart. Super Mario ist in der ganzen Welt bekannt. Man hat sogar einen Film mit ihm gemacht. Glauben Sie, dass Super Mario so berühmt wird wie Mickey Maus? Man nennt sie oft in einem Atemzug, aber das ist eine Idee der Medien. Wir müssen geduldig sein. Mickey Maus ist schon 50 Jahre alt. Super Mario müsste auch erst 50 werden, um mitreden zu können. Die Konkurrenz auf dem Markt ist sehr groß. Was halten Sie davon? Es ist vor allem ein Wettbewerb zwischen Hersteller und Konsument. Wir versuchen, die anderen Firmen nicht als Konkurrenz zu betrachten. Alles, was interessiert, sind die Qualitäten eines neuen Spiels im Vergleich zum alten. Die Kinder müssen heute in den Sportverein, bekommen Nachhilfe. Die Eltern treiben sie ständig an. Ihre Zeit ist knapp. Sogar in der Schule denken die Kinder an Videospiele. Wenn sie an Spiel denken, das sie nicht vor Augen haben, arbeitet ihre Fantasie. Nun ja, selbst wenn man es nicht als eine Erziehungsform betrachtet, so ist es doch nützlich beim Erwachsenwerden. Ich glaube, das ist sehr gut. In den USA und Kanada wurde Super Mario 3 12 Millionen Mal verkauft, in Japan 3 Millionen Mal. Jede dritte Familie hat ein Spiel. Wir stellen uns die Frage, wer sind unsere Käufer und was wollen sie? Sind Sie immer noch so kreativ wie früher? Das ist eine Sache, die mir Sorgen macht. Die Budgets sind enorm. Hier bei Nintendo sind die Summen für die Entwicklung einer Software quasi unbegrenzt. Wenn ich selbstständig wäre, könnte ich mir das nicht leisten, ohne große Risiken einzugehen. Das macht mir ein wenig Angst. Stimmt schon. Manchmal frage ich mich selbst, ob ich nun Manager bin oder Kreativer. Kommen Sie überhaupt noch selbst zum Zeichnen? Ja, manchmal. Thank you.